Heute stelle ich euch FBI Staffel 1 vor. Die Serie ist jetzt vor kurzem auf DVD rausgekommen und es gibt zusätzlich noch ein kleines Gewinnspiel, also dranbleiben, das Video lohnt sich auf jeden Fall. Ja, hallo Freunde des guten Geschmacks. Diese Serie ist jetzt ganz neu rausgekommen. Am 9.01. ist sie erschienen von Universal bzw. Paramount. Und diese Serie möchte ich euch jetzt heute mal ans Herz legen und ein bisschen vorstellen und zeigen. Und wir gehen das so ein bisschen systematisch durch. Als erstes würde ich sagen, gucken wir uns die doch mal von der Veröffentlichung und Verpackung an. Und dann erzähle ich noch so ein ganz bisschen was zur Serie. Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal direkt mit der ersten Auffälligkeit, die mir natürlich sofort ins Auge springt. Das FSK-Logo. Es ist leider aufgedruckt auf diesem doch sehr schönen Hochglanzschuber. Tatsächlich, ihr wisst ja, dass ich bei Mediabooks absolut kein Freund von Hochglanzschubern bin. Tatsächlich sieht es bei O-Schubern so ein ganz bisschen anders aus. Da gibt es einfach selten Prägungen oder sonstiges und dort wirken dann die Mattenschuber irgendwie günstiger als die Hochglanzschuber. Das ist ein bisschen verzwickt. Ich freue mich aber generell immer sehr, wenn Serien in Schubern kommen. Ich bin aber auch gespannt, ob, wenn die Serie weiter fortgeführt wird, ob dann die nächsten Staffeln auch wieder so kommen oder ob die dann, wie es häufig der Fall ist, nur noch in der ganz normalen DVD-Hülle erscheinen. Die Serie ist bis dato nur auf DVD erschienen. Ihr könnt die natürlich aber auch online gucken. Also aktuell ist sie zum Beispiel bei Amazon Prime. Müsst ihr mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, ob sie gerade für Prime-Mitglieder umsonst ist oder ob man sie kaufen muss. Aber das heißt, ihr könnt sie digital kaufen oder eben physisch als DVD. Ja, hier fällt jetzt auch erstmal auf, hier ist auch bis dato noch kein Wendecover. Aber da gucken wir doch gleich mal, wenn wir die Discs öffnen, wie das dann aussieht. Hinten drauf sind eben alle wichtigen technischen Details und sehr wenig Text, dass es hier eben um ein FBI-Büro geht. Das wird man auch anhand des Covers feststellen können. Das Team von Dick Wolf ist dahinter, also die haben ja Law & Order zum Beispiel gemacht und sind auch bei diversen anderen Krimi-Thriller-Serien häufiger mal irgendwie im Einsatz. Das Ganze ist hier, wie gesagt, vertrieben von Universal, Paramount und die Laufzeit sind 899 Minuten, also das ist doch mal eine gute Laufzeit. 22 Folgen sind hier drauf und dann gucken wir uns doch jetzt mal die Disc an. Und tatsächlich haben wir hier ein Wendecover und mir gefällt es tatsächlich auch sehr gut. Zu den Discs komme ich gleich. Ich tausche erstmal gerade das Cover und dann gucken wir uns das doch nochmal ein bisschen genauer an. 6.5 hours later. So, also Cover ist erstmal gleich, außer dass das FSK-Logo fehlt. Aber was mir richtig gut gefällt, ist, dass hinten drauf eben bei den Discs draufsteht, welche Folge dabei ist. Das heißt, wenn man dann doch irgendwann mal was anderes guckt und irgendwann weiter gucken will, kann man sehen, wo man stehen geblieben ist und hat so einen kleinen Überblick. Mag ich ganz gerne und ich hasse das tatsächlich, wenn ich nicht weiß, wie die Folge heißt, die ich gerade gucke oder bevor ich sie gucke und wenn ich beim nächsten Mal nicht weiß, welche Folge ich zuletzt geguckt habe. Das kann ich mir manchmal nicht merken, wenn ich so ein paar Tage dazwischen Pause habe. Also die Lösung mag ich auf jeden Fall sehr gerne. Ansonsten ist da auch nicht viel anders. Also jetzt steht hier keine Inhaltsangabe mehr. Dafür sind dann jetzt eben die Folgen der DVDs drauf. So, die Unterbringung hier haben wir ganz einfach gelöst, nämlich wir haben kleine Einleger drinne, wo dann eben die DVDs drinne sind. Ich mag tatsächlich die Lösung sehr gerne so. Ich bin kein Freund davon, wenn die DVDs gestapelt werden und hier hat jede seine eigene Tray, also ist alles gut untergebracht und tatsächlich kann erstmal nicht so viel passieren, was ich ganz gut finde, weil man kriegt sie ganz entspannt raus und kriegt sie aber auch ganz entspannt wieder rein. So, ja, wie gesagt, 5 DVDs haben wir hier dabei und die Staffel ist nicht abgeschlossen. Das heißt, es geht theoretisch weiter. Um was es genau geht, ist eigentlich relativ schnell erklärt. Also es geht hier um diese beiden Hauptermittler vom FBI und es ist nicht nur eben das Fahnden und Verfolgen der Täter, sondern auch eben die ganze Büroarbeit, der ganze Prozess wird begleitet. Also es ist eine typische Thriller-Krimiserie, die man eben auch häufig schon so kennt. Tatsächlich gefällt die mir vom Look richtig gut. Also sie ist sehr aktuell, hat ein sehr schön cleanes Bild und nicht irgendwie mit diversen tausend Filtern und Bildeinstellungen und Kontrasten, dass es irgendwie das Bild verfremdet wird, sondern tatsächlich sieht die echt schön aus, cleanes Bild. Obwohl man auf jeden Fall zwischendurch krasse Computereffekte zu sehen bekommt, sieht es echt gut aus. Ich habe tatsächlich bis dato leider nur die erste Folge gucken können. Ich bin so ein ganz bisschen im Zeitdruck gewesen. Ich habe aber gedacht, bevor ich jetzt hier noch Wochen warte und ihr das dann vielleicht gar nicht mitkriegt, stelle ich jetzt euch die schon mal vor. Und ihr könnt euch aber auch gerne selber ein Bild machen. Zum einen verlinke ich hier unten mal den Trailer, dass ihr euch den angucken könnt. Aber auch hier habe ich noch eine weitere DVD von der Staffel 1, die ich gerne verlosen möchte. Die könnt ihr gewinnen, indem ihr bei den Kommentaren einfach schreibt, was eure Lieblingskrimiserie ist. Und schon seid ihr im Lostopf. Alles in allem eine ganz schöne Veröffentlichung. Ich kann, wie gesagt, noch nicht ganz so viel dazu erzählen. Freue mich aber, dass ich diese Serie jetzt hier habe. Werde sie auf jeden Fall zeitnah weitergucken. Und denke, dass der ein oder andere sicherlich seine Freude damit haben wird. 9.01. wie gesagt, rausgekommen.
Viel Glück beim Gewinnspiel und vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.